kleines spontanes Video zum Vatertag. Bleibt dran! Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Ein kleines Video zum Vatertag. Ich habe mir die Tage eine kleine Handtasche geholt. Ich dachte mir, das hatte ich schon öfters gesehen im Laden, Getränkeladen meines Vertrauens, und dachte mir, das nimmst du jetzt mal mit. Ist nicht ganz billig, finde den Preis schon ordentlich, kostet 30 Euro für 2, 4, 6, 033er Biere und ein Glas dabei, aber irgendwann wird es immer wieder angelacht und ich dachte mir, komm, muss mal sein. Das ist von der Rügener Inselbrauerei und davon hatte ich schon so ein paar Biere, ein paar von denen hier drin sind noch nicht und wir gucken mal, was da drin ist. Ne? Pack mal aus hier, so ein Unboxing-Video, heißt sowas doch. Ne? Kommt aus dem Kühlschrank, das heißt, ich kann auch gleich direkt ins Probieren. Geht das hier auf, ohne es ganz kaputt zu machen, direkt. Ah, so. Einmal. Zweimal. Und dann kommen hier die Griffe raus. Eins und zwei. Ah, ist das sehr laut im Mikro? Können wir gleich mal hören. So. Jetzt muss ein bisschen auf Seite. Also, das fängt mal an mit einem kleinen. Okay, da komme ich nicht dran. Also noch nicht mit dem Glas fange ich an. Ich fange erst mit den Flaschen an. Wir haben hier ein German Coast Double IPA. Double IPA. Über IPA habe ich schon gesprochen. Das kommt die Tage mal, das Video. Erkläre ich so ein bisschen was zu IPAs. Double IPA ist ein sehr stark gehopftes IPA. German Coast IPA. Double IPA, Entschuldigung. Dann haben wir hier auf der anderen Seite. Zweites Glas. Quadriga Bière Brue. Aha. Mit 10,5 Volumenprozent. World's Best Brew Beer. Brue ist, glaube ich, auch aus der IPA-Bewegung so ein bisschen entstanden. Ist, glaube ich, so ein bisschen, wo Biere so ein bisschen wie Champagner gefeiert werden sollen. Aber das muss ich nochmal nachgucken. Wenn ich das Video hierzu mache, werde ich was dazu erzählen. Dann haben wir hier das Baltic Ale. Das hatte ich schon mal, das weiß ich. Belgian Style Pale Strong Ale. Dann haben wir das Baltic Dübbel. Das hatte ich definitiv schon mal. Das ist super. Ein Dübbel. Belgisches Bier. Oder belgischer Bierstil. Dann haben wir den Überseehopfen India Pale Ale. IPA, wie gesagt, im Video kommt die Tage dazu raus. Und dann als letztes das Baltic Gose. Zu Gose mache ich mal irgendwann was Spezielles. Das ist noch ein Bierstil, an den ich mich noch ein bisschen rantasten muss. Das hatte ich schon mal und ich verrate nicht zu viel. Machen wir irgendwann, definitiv. Und jetzt komme ich ans Glas, glaube ich. So, ja, kleines Craft-Bier-Glas. Gefällt mir. Schön. Gib ich mal so ein Glas. Ja, für die Biere werde ich das benutzen und dann mal gucken. Dann würde ich sagen, was nehmen wir denn heute mal? Ich würde fast sagen, das India Pale Ale. Den Überseehopfen. So, wie gesagt, ganz spontan das Video. Ein seltenes Bier steht hier drauf, 5,6 Volumenprozent Alkohol von der Rügener Inselbrauerei. Spontan kann ich gar nicht viel zu der sagen, ich werde da mal irgendwann bei von anderen Bieren was zu erzählen mehr. Ich finde die immer recht schön verpackt mit diesem Papier drumherum. Die machen ein paar wirklich sehr schöne Biere, ich hatte schon so ein paar von denen und hier hinten drauf immer so ein Aromenrad, hier sehr auf der trockenen und herben Seite, wenig würzig, sehr fruchtig, wenig Schokolade, wenig Espresso, wenig Holz, wenig sauer und wenig weinartig.
Ja, das ist halt so ein Rad, auf dem man halt aufschreiben kann, wie die Geschmacksprofile sind. Also heute testen wir den Überseehopfen. Double IPA. Nein, India Pale Ale von der Rügener Inselbrauerei. Guck mal. Ist mal ein bisschen popelig hier aufzumachen mit dem Papier drumherum. Erstmal weg damit. Und dann guck mal, wie es aussieht. Mir fällt was ein. Kleiner Blick. Und sofort wäre da. Das Glas war in dem Karton, im Laden und im Lager. Das wollte ich dann doch mal spülen vorher. Ne? So, jetzt guck mal, was das Bier kann. Schön fester Schaum. Ich finde feinporig. Ja. Bernsteinfarben, würde ich sagen. Leicht trüb. Das könnte aber auch ein Hop Haze sein. Also nicht die Trübung von Malz oder sonstigen Sachen, sondern von der starken Hopfung gibt es auch so eine kleine Trübung. Das nennt sich Hop Haze. Again, what learned? Wieder was gelernt. Mal riechen. Ja, ordentlich hopfen. Eine schöne Fruchtigkeit ist drin. Ich kann jetzt nicht eine Frucht benennen, aber insgesamt sehr, sehr fruchtig. In der Nase ist keine Herbe zu spüren. Die wird es bestimmt gleich im Geschmack geben. Mal gucken. Ich mag probieren. Prost. Ja, ist trocken, wie es hier beschrieben ist. Ich finde es gar nicht so herb. Es steht hier als sehr herb drauf. Ich finde es gar nicht sehr herb und ist schön, gefällt mir. Ich bin bei IPAs noch so ein bisschen im Zweifel, ob ich die mag. Nein, ich mag sie, aber nicht immer und auch nicht alle. Ich glaube, ich muss bei der IPA-Welt noch ein bisschen wachsen, in die Welt hineinwachsen. Aber das ist definitiv eins, was man sehr gut trinken kann, auf jeden Fall. Ist nicht zu übertrieben. Hopfig finde ich, also ich finde es sehr schön. Ein bisschen Beerenfrüchte auf der Zunge, finde ich. Ja, sehr lecker. Kann ich empfehlen. Also diese Rügener Inselbrauerei macht sehr, sehr viele Sachen. Auch immer wieder spezielle Abfüllungen. Momentan haben sie so nicht Sixpacks, sondern Fourpacks. Vierer-Packs mit sehr seltenem Bier, was zurzeit rauskommt. Die sind aber nicht ganz ohne vom Preis her, finde ich. Die kosten so 10, 12 € für 4 Biere, 0,33er. Schon ordentlich, aber gut. Auch die werde ich mir wohl mal angucken. Da ist dann Tiger drauf und keine Ahnung. Sind auch eher so in dem IPA-Bereich, glaube ich. Ja, ich werde auf jeden Fall bei der Rügener Inselbrauerei noch ein paar Mal Sachen probieren und sag mal, was ihr schon von denen hattet. Vielleicht das sogar. Ist wahrscheinlich, weil das gibt es, glaube ich, immer von denen. Und schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wir sehen uns. Schönen Vatertag noch. Prost.